Haben auch Sie schon mal über eine Keramikversiegelung für Ihr Reisemobil nachgedacht? Eine Keramikversiegelung bietet viele Vorteile. Wie funktioniert das überhaupt? Warum ist eine Keramikversiegelung überhaupt so teuer? Wo liegen die Vorteile? Das zeigen wir Ihnen nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen bei Marijn Caravaning, Ihrem Karthago Center West, hier in Altenhofen bei Aachen. Eine Keramikversiegelung ist nicht nur irgendeine Flüssigkeit, die einfach so aufs Fahrzeug draufgeschmiert wird und dann wieder runtergerieben wird und schon ist fertig. Für eine Keramikversiegelung sind sehr viele einzelne, aber perfekt auszuführende Arbeiten vonnöten, damit die Keramikversiegelung auch am Ende des Tages den Langzeitschutz, den Sie erwarten, auch erfüllen kann. Hierzu sind mindestens 6 bis 7 Arbeitsschritte vonnöten, um die Keramikversiegelung dann letztendlich auf den perfekt vorbereiteten Lack aufzubringen. Das Auto muss perfekt gereinigt werden und entfettet werden. Das Fahrzeug wird unter Umständen, wenn es ein Gebrauchtwagen oder Neufahrzeug ist, auch nochmal komplett abgeknetet, um wirklich jede Unebenheit aus dem Lack herauszunehmen. Und das Fahrzeug muss einmal komplett vorher poliert werden. Bevor dann die Keramikversiegelung aufgebracht wird auf dem Fahrzeug, muss natürlich die Oberfläche komplett fettfrei sein und mit einem dementsprechenden Entfetter bearbeitet werden. Die Keramikversiegelung wird mit einem kleinen Schwamm auf das Fahrzeug aufgebracht. Dies ist natürlich sehr, sehr mühselig und die Keramikversiegelung muss dann über Nacht in unserer beheizten Halle ausdunsten können, sodass die Lösungsmittel aus der Keramikversiegelung verschwinden und auch wirklich nur die Keramik sich über ihren geliebten Lack legt. Wir geben für die Keramikversiegelung eine 36-monatige Garantie. Dazu gibt es ein Zertifikat mit einem Serviceheft, wo alle 12 Monate nochmal ein Check gemacht wird, ob die Keramikversiegelung auch noch dementsprechend schadfrei ist und gegebenenfalls noch dann durch uns nochmal kostenfrei nachgetragen. Die Keramikschutzschicht kann natürlich nicht nur auf den Lack aufgetragen werden, sondern auch die Frontscheibe und Kunststoffteile können dementsprechend versiegelt werden. So hat es auf der Frontscheibe den Vorteil, dass ab einer gewissen Geschwindigkeit eigentlich der Scheibenwischer überhaupt nicht mehr eingeschaltet werden muss und das Wasser einfach so abperlt. Selbstverständlich können auch Duschen oder Toiletten dementsprechend versiegelt werden und lassen sich besser reinigen. Ja, eigentlich wollte kein Mensch, dass ich das Auto jetzt versaue, aber da es ja mein Malibu ist, glaube ich, kann ich den selber schmutzig machen und das mache ich auch jetzt. Ja, ich nehme hier diese vorbehandelte, ich sag mal, Matschepampe, ja, und reibe das jetzt hier einmal auf die behandelte Fläche. Ja, und das Ganze dann nochmal auf die unbehandelte Fläche. Man sieht hier schon, wie es wirklich schlierend zieht und fast, man hat fast den Eindruck, dass es wirklich hier in dem Lack stehen bleibt. Das gleiche jetzt hier nochmal auf der Seite. Die Schmutzlösung hat eigentlich gar keine Chance, auf dem Lack haften zu bleiben. Jetzt nochmal schnell auf der Frontscheibe. Das möchte ich mir jetzt nicht nehmen lassen. Einmal hier die unbehandelte Fläche und dann jetzt gleich gegenüber auf die behandelte Fläche. Es ist echt phänomenal. Also man sieht, die Hand ist nach wie vor, das ist der gleiche Schmutz hier, ich versuche das jetzt hier nochmal so ein bisschen nach vorne zu bringen, die wird überhaupt nicht mehr schmutzig. Also es ist wirklich echt sensationell. Jetzt lassen wir das Ganze mal ein paar Sekunden eintrocknen. Das heißt, ich werde jetzt nochmal den Blower einschalten, trockne das Wasser weg, so dass nur noch der Schmutz auf dem Lack bleibt. Und dann gehen wir mal einfach mit einer Sprühflasche dran und dann gucken wir mal, wie der Schmutz einfach so wegläuft. Okay? Und nun demonstriere ich mit einem weichen Wasserstrahl, wie einfach sich der Schmutz von der behandelten Seite abspülen lässt und wie hartnäckig er auf der unbehandelten Seite auf dem Fahrzeug haften bleibt. Und dieser weiche Wasserstrahl demonstriert eigentlich nichts anderes als wie eine Fahrt im Regen. Das bedeutet, das Fahrzeug reinigt sich zukünftig fast bei einer Regenfahrt.
Hierbei ist auch sofort sichtbar, dass das Wasser wesentlich besser abläuft auf der behandelten Fläche. Nun gehen wir mal rüber. Die behandelte Fläche ist also schon komplett sauber. Nun gehen wir auf die unbehandelte Fläche. Man sieht, das Wasser sprüht drauf. Ich kann also auch ganz energisch hier auf die Schmutzfläche wischen. Man sieht, dass im Grunde genommen der Schmutz auf der Scheibe haften bleibt. Auf der unbehandelten Fläche ist nach wie vor der Schmutz zu sehen. Auf der behandelten Fläche sind im Grunde genommen nur noch Wasserperlen da. Und gleich kann ich einmal mit einem Mikrofasertuch drüber gehen und wir haben eine komplett perfekt gereinigte Scheibe. Das gleiche jetzt auf dem Lack, die behandelte Seite. Man sieht sofort, wie der Schmutz losläuft und im Grunde genommen gar nicht mehr auf dem Lack haften bleibt. Auch hier, die Kunststofffläche wurde ja mitbehandelt. Auch hier sieht man, wie der Lack bzw. die Fläche komplett rückstandslos sauber vom Wasserstrahl hinterlassen wird. Das Ganze jetzt auf der unbehandelten Seite, ja, da sieht man ganz deutlich, dass einfach der Schmutz, obwohl ich hier wesentlich stärker und näher den Wasserstrahl aufbringe, eigentlich überhaupt nicht mehr von der Lackfläche los möchte. Ja, ich denke mal, deutlicher kann man es einfach nicht mehr zeigen. Jetzt lasse ich auch diese Fläche nochmal ablüften, fasse das Auto also nicht mehr an. Wir schauen, was einfach zurückbleibt und danach reiben wir es einfach mal ab. Ja, der Unterschied ist echt, der ist schon krass, das muss ich selber sagen. Ich bin selber beeindruckt, obwohl mir das nicht ganz unbekannt war. Aber dass es so im direkten Vergleich so massive Unterschied gibt, das ist auch für mich jetzt gerade echt überraschend. Jetzt habe ich das Ganze nochmal ablüften lassen, jetzt hier mit unserem Blower. Die Feuchtigkeit ist nochmal aus der Fläche herausgetrocknet und man sieht, dass im Grunde genommen der Schmutz eigentlich komplett auf dem Lack zurückgeblieben ist und auch wirklich das Wasser, was wir aufgebracht haben, ist einfach nur verdunstet. Und jetzt gehe ich einfach mal mit einem Lappen und ich mache das jetzt mal im direkten Vergleich auf der Motorhaube, einmal behandelte Fläche, wo ja auch noch ein bisschen drauf geblieben ist, das muss man natürlich dazu sagen, aber wir haben jetzt wirklich nur einen Regenschauer demonstriert und hier auf der anderen Seite, die wirklich noch komplett schmutzig ist, schauen wir mal, wie leicht sich das wegreiben lässt. Ja, fertig. Und ich glaube, das sieht aus wie gerade frisch poliert. Und jetzt das Ganze mal auf der unbehandelten Seite. Ja, ja, und nur? Ja, wer jetzt noch Zweifel an der Keramikversiegelung hat, dem kann ich auch nicht helfen. Das Ganze ist nochmal ganz schnell auf der Frontscheibe. Ja, also ich kann auch hier gerne fester drücken. Auch das nützt fast gar nichts. Und hier nochmal, jetzt muss ich wohl das Tuch einmal drehen, hier nochmal auf der behandelten Seite, das Tuch wirklich, ich setze es nur an und reibe das ganz leicht rauf und runter, fast ohne Druck. Und man sieht, dass die Glasfläche wirklich einwandfrei gereinigt ist. Wir von Marine Caravaning bieten Ihnen die Keramikversiegelung für alle Reisemobile für 2.599 Euro an. Das bis zu einer Größe von 9 Meter. Für Kastenwagenfahrer haben wir ein ganz besonderes Angebot. Hier gilt ein Preis von 1.899 Euro. Also warten Sie nicht länger, vereinbaren Sie mit unserem Servicemitarbeiter einen Termin, damit auch Ihr Fahrzeug in Zukunft keramikversiegelt ist. Ich freue mich, Sie hier in Aldenhofen auf unserem Handelsplatz dann persönlich begrüßen zu dürfen. Weitere Informationen zu diesem oder anderen Beiträgen erhalten Sie unter www.carthago-center.de oder auf unserer Facebook-Seite unter Marine Caravaning. Und wer sein Fahrzeug vielleicht gar nicht Keramik versiegeln lassen möchte oder es bereits Keramik versiegelt ist,
der kann sein Fahrzeug auch einfach hier zur Fahrzeugwäsche vorbeibringen. Hier gilt für alle Reisemobile ein Preis von 149 Euro. Hier sind auch sehr kurzfristige Termine zu vergeben. Also, ich freue mich auf Ihren Besuch. Tschüss, Ihr Andreas Marein. Wir sehen uns.